Ja, vielen Dank. Wir haben halt kurz nach dem Spiel gesprochen. Wir haben halt beide gesagt, das ist ein gerechtes Unentschieden gewesen. Chancen auf beide Seiten. Wir können halt darüber diskutieren, welche Chance am größten war. Ich glaube, WM Wiesbaden hatte in der zweiten Halbzeit eine Riesenchance, wo der Ball in der Latte geht und dann zurückprallt. Und ja, mit dem Nachschuss haben wir ein bisschen Glück gehabt. Aber insgesamt haben wir halt wirklich auch gute Torchancen gehabt. Und deswegen geht diese Unentschieden. Ja, es war berechtigt. Im Vorbereitungsspiel war es halt wirklich sehr schwer, WM Wiesbaden zu analysieren. Einfach aus dem Grund Trainerwechsel in Braunschweig, ein Auswärtssieg, wo sie halt wirklich sehr stabil waren. Kaum Torchancen zugelassen haben. Und mit diesem Selbstbewusstsein halt in dem Heimspiel reinzukommen. Das war wirklich halt schwer für uns zu analysieren. Nichtsdestotrotz, die Mannschaft hat es wirklich von der ersten Minute an sehr, sehr gut gemacht. Wir haben halt vor dem Elfmeter-Situation nicht richtig angegriffen. Wir wollen immer nach außen verteidigen. Und der Kempe kappt ab und spielt einen sehr schönen Ball nach innen. Und dann wird der Ball sofort weitergeleitet. Und dann ist ein berechtigter Elfmeter gewesen. Aber so wie die Mannschaft immer wieder halt aufsteht, immer wieder halt zurückkommt, diese Moral, was sie halt immer jedes Mal zeigen, das ist schon bewundernswert. Ich sehe es immer wieder gerne. Wir haben halt vor dem Spiel gesprochen, in der Mannschaftsbesprechung gesagt, viele Mannschaften reden darüber, Mentalität, Charakter. Das muss man gar nicht in der Mannschaft. Das haben sie in sich. Gerade die älteren Spieler, die halt lange da sind, das ist halt schon sehr schön zu sehen. Und wenn wir es so weiter beibehalten, dann werden wir eine gute Serie spielen. Und für uns ist es wichtig, dass wir Punkte sammeln. Für uns ist es wichtig, dass wir das Nachholspiel zu Hause gegen Havese jetzt am kommenden Samstag halt gewinnen. Weil die drei Punkte würden uns halt sehr, sehr, sehr gut tun. Ich wünsche meinem Kollegen alles Gute für die Zukunft und SVW in Wiesbaden auch alles Gute. Danke. Ja, vielen Dank. Zum einen, wir sind natürlich enttäuscht, weil wir natürlich mit aller Macht heute die drei Punkte nach langer Zeit einfahren wollten. Aber ich gebe Joe vollkommen recht. Das war heute ein gerechtes Ergebnis. Wir sind relativ gut ins Spiel gekommen. Nach 20, 25 Minuten auch verdient in Führung gegangen. Waren dann leider etwas zu passiv in unserer Spielweise gegen den Ball. Haben dann dementsprechend auch das 1-1 kassiert. Zweite Halbzeit sind wir sehr, sehr gut ins Spiel gekommen. Wir haben gleich zu Beginn eine gute Pressing-Aktion und den Abschluss von Maxi Thiel. Waren dann auch mit zwei Aluminium-Treffer in der zweiten Halbzeit mit Benedikt Hollerbach und ich weiß jetzt gar nicht, wer der zweite Lattentreffer war. Ich glaube, Maxi Thiel. Waren wir eigentlich auch wieder gut im Spiel, haben dort auch das 2-1 erzielt. Und gleich im Gegenanschluss dann das 2-2. Haben wir beide Tore nicht gut verteidigt, hätten wir einfach besser die Flanke verhindern müssen, einfach mehr Druck auf den Ballführer in der Box, bei beiden Toren einfach enger am Mann stehen müssen, sodass es im Großen und Ganzen wirklich ein gerechtes Ergebnis war. Es waren zwei intensive Wochen, wir haben 4 Punkte aus 2 Spielen geholt und trotzdem sind wir sehr stolz auf die Mannschaft, wie sie das aufgenommen hat, wie sie reagiert hat in diesen 2 Wochen. Und ich wünsche auch dem Joe alles, alles Gute mit Zwickau und weiterhin viel Erfolg. Dankeschön.